Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Netzer, Herr Hoschneck, Herr Kreimel, Herr Gramlinger, es ist mir eine Freude, heute hier zu sein, um an der österreichischen EKAF-Auftaktkonferenz von der Referenzstelle für die Qualitätssicherung von Österreich organisiert teilzunehmen. Ich glaube, der europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung ist Ihnen schon mehrmals vorgestellt worden. Und ich denke sogar, dass ihr, die ihr heute in dieser Konferenz teilnehmt, sogar Experten auf diesem Gebiet sind. Und wenn noch nicht, dann werden diesen Tag auf jeden Fall darüber mehr lernen werden, durch die Experten, die einige Vorstellungen machen werden. Deshalb möchte ich meine Einführungsworte mehr auf den heutigen Kontext, in dem sich dieser Bezugsrahmen entwickelt und entfalten wird, konzentrieren. 2010 wird sicherlich nämlich ein Wendejahr sein. Die Krise ist immer noch da und zeichnet sich jetzt aus in einer steigenden Arbeitslosigkeit. Eine neue Kommission wird seine Arbeit bald beginnen, nach den neuen Regeln, die durch den Lissabonner Vertrag jetzt adoptiert worden sind und jetzt in Kraft treten. Darunter wird die Generaldirektion Bildung und Kultur, normalerweise Frau Androula Vassiliou aus Zypern, als Kommissarin haben. Und das ist die Generaldirektion, wo das Bezugsrahmen da ist. Und ihre Anhörung, also von Frau Vassiliou vor dem Europäischen Parlament, ist gut gelungen und hat gezeigt, dass sie die Kompetenzen für diesen Posten hat. Der Kommissionspräsident, Herr Barroso, hat für die neue Phase der Kommission kürzlich politische Leitlinien für die nächste Kommission vorgeschlagen. Diese Leitlinien enthalten die Reformulation der berühmten Lissabonner Strategie für Berufe in der Perspektive aber von 2020. Die EU-Strategie 22, wie diese neue Strategie genannt wird, gibt der Bildung und der Berufsbildung auch große Wichtigkeit. Hierzu schlägt Herr Barroso vor, als Teil dieser Strategie, die bestehenden Programme wie Erasmus und Leonardo da Vinci in eine neue, umfassendere EU-Initiative für Jugend und Mobilität zu integrieren. Bis 2020 müssen alle jungen Leute in Europa die Möglichkeit erhalten, einen Teil ihres Bildungswegs in anderen Mitgliedstaaten zurückzulegen. Diese Initiative Youth on the Move würde entscheidend zur Förderung der kulturellen Vielfalt, des interkulturellen Dialogs und zum mehrsprachigen Lernen beitragen. Das waren also die letztlichen politischen Ereignisse auf der europäischen Ebene. Und in diesem Rahmen befindet sich auch die Politik im Bereich der beruflichen Bildung spezifisch in einer entscheidenden Phase. 2 Jahre nach der Bordeaux-Revision und wie alle 2 Jahre wird dieses Jahr der berühmte Kopenhagen-Prozess für die Berufsbildung revidiert. Und zwar in Brügge unter der belgischen Präsidentschaft in der zweiten Jahreszeit, Teil von 2010. Diese Revision ist besonders wichtig, indem es sich hier darum handelt, die Prioritäten für die Berufsbildungspolitik für die nächsten 10 Jahre festzulegen bis 2020. Und diese Revision wird im Rahmen des strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit im Bereich der allgemeinen beruflichen Bildung 2020 stattfinden. Das Leonardo da Vinci Programm, das Sie vielleicht auch kennen oder sogar sehr gut kennen, wird dieses Jahr seine 15 Jahre Existenz feiern. Und eine Konferenz wird anlässlich dieser Gelegenheit womöglich Mitte November organisiert. Schon jetzt aber beginnt sogar das Brainstorming für die neue Phase 2014-2020 des Lifelong Learning Programm. Die Kommission plant auch, eine Kommunikation über die Berufsbildungspolitik spätestens im April vorzustellen. In diesem Zusammenhang, diesem politischen Zusammenhang, spielen die Instrumente, die letztlich verabschiedet worden sind,
nämlich der europäische Qualifikationsrahmen oder das europäische Kreditsystem, der europäische Qualitätssicherungsrahmen, die zur Förderung dieser Mobilität beitragen können, natürlich eine sehr wichtige Rolle. Die Empfehlung zur Einrichtung eines europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, das ist der offizielle Titel, die am 18. Juni 2009 offiziell verabschiedet worden ist, gehört zu dieser neuen Phase, aber zeigt auch den Anfang einer Vertiefung und Offizialisierung der Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung. Alle Staaten haben sich über gemeinsame Indikatoren, Deskriptoren für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung geeinigt, aber auch dieser gemeinsamen Sprache einen rechtlichen Rahmen gegeben, in der Form einer Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates, wodurch die Qualitätssicherung einen neuen politischen Stellenwert erhält im Bereich der Bildung auf europäischer Ebene. Die Implementierung dieser Empfehlung und die Weiterentwicklung der Qualitätssicherungssysteme ist als einer der Prioritäten der Mitgliedstaaten bestätigt worden, wie ich es schon gesagt hatte, in dem Bordeaux-Kommuniqué im November 2008. Der Europäische Netzwerk für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung, NKVET, hatte letztlich herausgestellt, dass jetzt 19 Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine nationale Referenzstelle errichtet haben. Es hat sich auch herausgestellt, dass alle Mitgliedstaaten ihrer Politik entweder auf nationaler Ebene oder in einer Kombination von nationaler und regionaler Ebene entwickeln. Aber die nationale Dimension ist immer dabei. Die Aufgaben der nationalen Referenzstellen für Qualitätssicherung der Berufsbildung ist in der Empfehlung klar ausgedrückt worden. Vielleicht kennen Sie sie schon. Es sind ich halte mich an meine Rede, weil mein Deutsch nicht so gut ist. Also was die Referenzstellen machen müssen, ist gegenseitig informieren, die Unterstützung bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms des Europäischen Netzwerks, die Entwicklung von konkreten Maßnahmen zur Unterstützung der Qualitätssicherung und Entwicklung im Bereich der beruflichen Bildung auf nationaler Ebene und die Bewusstseinsbildung bei den nationalen Stakeholdern. Das jetzige Netzwerk wird weiterentwickelt und vom Status von Leonardo da Vinci Projekt zur richtigen Struktur entfaltet, wobei alle Staaten daran teilnehmen werden und die Kommission aktiv mitarbeiten wird. Wie ich sehe, ist die Struktur der Kooperation auch auf der nationalen Ebene in Österreich weiterentwickelt. Und viele Staaten haben sich schon, könnten und werden sich noch von der österreichischen Erfahrung im Bereich der Qualitätssicherung für die Berufsbildung inspirieren lassen. Was sind jetzt die nächsten Etappen? Es ist jetzt den Mitgliedstaaten kurz vor Weihnachten gefragt worden, ihre Mitglieder für das neue europäische Netzwerk zu benennen, darunter auch ihre Qualitätsreferenzstellen. Und sie sind gebeten worden, bis Mitte Februar zu antworten. FETAC, the Further Education and Training Awards Council von Irland, der den Vertrag gewonnen hat, um das Sekretariat aufzunehmen, ist schon an der Vorbereitung des ersten Treffens des neuen Netzwerks, das normalerweise am 26. oder und 27. April stattfinden soll. Ein Arbeitsprogramm, das auf den Ergebnissen der Arbeiten des NKVET beruht, wird demnächst alle zukünftigen benannten Mitglieder geschickt werden. Eine engere Kooperation auch zum Leonardo da Vinci Programm ist jetzt offiziell organisiert worden mit der Subvention zum Projekt QUAL, von der die Nationalagentur Leonardo da Vinci in Österreich Koordinator ist. Am 6. Dezember wird auch eine Konferenz in Brügge stattfinden, wo das Thema, also unter der belgischen Präsidentschaft und im Rahmen der Revision des Kopenhagen-Prozesses, und dabei wird das Thema Qualitätssicherung in der allgemeinen beruflichen Bildung sein.
Wie Sie vielleicht schon wissen, für Mitte 2011 sollen die Mitgliedstaaten ein Konzept zur Verbesserung der Qualitätssicherung und die Entwicklung des Bezugsrahmens auf nationaler Ebene entwickelt haben. Und im Jahre 2013 soll wieder das ganze Umsetzungsprozess überprüft werden. Wie Sie sehen, also sind wir am Anfang eines langen Verfahrens, das noch mehrere Jahre dauern wird. Aber mit der Anerkennung der Wichtigkeit der Qualitätssicherung durch die Verabschiedung dieser ECWAF-Empfehlung ist man einen wichtigen Schritt weitergekommen. So, mit diesen Worten wollte ich Sie kurz über den letzten Stand der Entwicklungen in diesem Bereich informieren und auch nochmals in allen und besonders der österreichischen Nationalreferenzstelle alles Gute wünschen. Und ich wünsche Ihnen einen fruchtbaren Tag und danke für Ihre Aufmerksamkeit.